So, da bin ich auch schon wieder. Schauen wir uns in Twilight Town ein bisschen um. Mal sehen, was hier denn so schief läuft. Gut, jetzt sind wir ja gleich da. Ha? Na, sind wir etwa nicht wegen des Fotos hier? Hier, seht ihr? Ja, Tushy hat recht. Dann suchen wir dieses Herrenhaus. Auf geht's! Ja. Genau, da möchte ich hin. Genau, da möchte ich wirklich hin. Da gibt es etwas ganz, ganz Tolles. Ich weiß allerdings nicht mehr, was mich hier erwartet. Schon zu lange her. Weiß ich gar nichts mehr. Gegner? Natürlich. Ach, mein Schwert habe ich noch nicht ausgerüstet. Oh, Mann. Ach, du Scheißvieh. Das, du Bastard. Was an den Niemanden hier gut ist, sie geben erstens viel Erfahrungspunkte, zweitens gute Items, also gute Materialien. Wenn sie mal überhaupt irgendwas geben würden. Aber sie hauen auch derbe rein. Abilities, Sora hat was Neues. Letzter Sprung. Starke Sprungattacke anzusetzen. Ja, das ist meistens so, ich vergesse immer dann die Viereck-Taste zu drücken. Egal. Was hast du gelernt? Charmeur Kugelboost. Okay. Du? Autowechsel. Naja. Items. Was habe ich hier? Neue Luzi-Tropfen? Ja, weiß ich. Da, Sandkürbinian. Hm. Auf jeden Fall. Angriff und Magie wird erhöht. Da kann ich dann die Wunderklinge noch einsetzen. Da könnte ich eigentlich noch meinen Angriff erhöhen. Aber ich versuch's erstmal so. Machen wir das so. Also das Schwert ist recht stark. Kann ich schon mal sagen. Ich höre schon wieder so ein komisches Rauschen im Hintergrund. Das wird im Video wahrscheinlich auch wieder zu hören sein, aber lässt sich nun mal nicht ändern. Und haut das Schwert rein. Ja, mit dem Abschluss. Ne? Mit der Abschlusskombo haut's rein, ja? Ja, aber ansonsten. Naja, geht so. Geht so. Probiere ich mal eine andere Combo aus. Wo war's denn jetzt? Probiere ich mal diese Combo aus. Angriff 5. So, und dann die. Angriff 6. Probieren wir das aus. Aber erstmal werde ich hier speichern gehen. Da ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, einmal. Na! Scheiß Vieh. Erstmal gehe ich mal speichern und mich heilen und dann würde ich sagen, auf zum Herrenhaus. So. In diesem Herrenhaus gibt es nämlich das Rezept für die Ultima-Waffe. Die möchte ich schon ganz gerne haben. Also ich wäre doof, wenn ich sie mir nicht holen würde. Das werde ich natürlich alles zeigen. Also das werde ich nicht offscreen machen. Was willst du denn, du Scheißvieh? Hallo? Bastard. Was haben die denn für ein Situationskommando? Ja, ich will doch zum Herrenhaus. Ja, super. Ich darf den ganzen Weg außen rumlatschen. Oh. Ihr seid schlau. Kann ich hier in die Tunnel rein? Ja, kann ich auch schon rein. Okay. Was heißt auch schon? Endlich mal. Hier kommen auch nette Gegner. Die eben diese Zwielicht. Oh. Was ist das denn? Hä? Ich bin eine Karte. Okay. Werde ich auch irgendwann wieder normal? Bitte? Hallo?
Ah. Komisches Situationskommando. Okay. Diese Zwielichtmaterialien, braucht man ja, oder habt ihr auch gesehen, damit man halt bessere Waffen erschaffen kann. Und hier kann man gut trainieren. 800 Erfahrungspunkte ist zwar jetzt nicht so optimal, aber immerhin besser wie gar nichts. Ja. Bam. Und der letzte hier. Bam, 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 bam. Scheiß Vieh. Was gibt's hier? Vitrilkristall. Gibt's da oben vielleicht noch was? Hier geht's raus. Gibt's da was? Nö. Wo geht's da denn lang überhaupt? Tramforum. Ah! Ja, Tramforum ist gut. Aber ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen. Eventuell gibt es ja noch etwas Tolles. Nein, nein, nein. Ah ja, siehst du, da ist was. Ganz toll. Hammergegner. Scheiß Vieh. Was gibt's hier? Orichalcum. Okay. Auch Orichalcum ist ein sehr seltenes Material. Wo geht's da lang? Fragezeichen. Fragezeichen ist immer gut. Ja, mein Gott. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, wo wir gegen die... Oh, wo wir gegen die ganzen Vivis kämpfen mussten. Damals. Ja. Verrecke. Ja, ja, ja. Oh, mein Gott, ne. Die Gegner nerven schon ein bisschen. Muss man sagen. Halt's mal jetzt. Freudenstein, Orichalcum. Mhm. Ist doch schon was. Was? Ach da. Scheiß Vieh. Oh no, ist noch mehr von denen. So. Oh, da ist noch eine Kiste. Und ein Gegner. Verrecke, Alter. Zwielichtsplitter. Vitrilkristall. Okay. Und dann gehen wir da raus. Dann kommen wir, glaube ich, da jetzt wieder raus. Ja, Abendrotviertel. Gibt's hier eventuell noch irgendwelche neuen Items? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr hier. Oh ja, da habe ich was gesehen. Da ist eine Kiste. Kann aber auch sein, dass ich sie damals vergessen habe. Mit Drillsplitter. Das kann auch sein. Na. Ja, und so. Ach, da ist noch was. Drillkristall. Oder sie sind doch neu. Das kann auch sein. Mein Gott. Oder es kann doch sein, dass die neu sind. Ach, da oben ist auch noch was. Okay. Das heißt, Zügchen, komm her. Na komm her. Put, 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 put. So. Und los geht's. Hä? Oh, geh weg von der Bahn, du. Dover. So, was haben wir hier? Orichalcum Plus. Hm, ja, die sind noch seltener. Oh, und ich glaube, diese Sachen braucht man für die Ultima-Waffe. Orichalcum Plus. Aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Okay. So, erstmal auffallen. So. Na gut, dann kann ich eigentlich schon wieder zurück. Das heißt, ich kann mich jetzt eigentlich wieder durch die Tunnel hauen bis zu dem Ausgang, wo Tramforum dran stand. Oh je. Ist da irgendwas? Oh, da ist noch eine Kiste versteckt. Dachte ich mir schon irgendwie. Abilitamin. Okay. Es leckt ein bisschen das Spiel, aber ist egal. Besser wie gar nichts. In dem Video kann ich mich eigentlich nochmal umgucken, da hinten in diesem Abendrothügel. Eventuell gibt es da ja noch etwas Neues. Weiß ich ja nicht. Aber mit Sora waren wir da ja noch nicht.
Vielleicht hat sich irgendein Schätzchen hierhin verkrochen. Nein. Schade. Na gut, aber eine schöne Aussicht. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier in Twilight Town wieder. Wenn es heißt, niemande zusammenkloppen. Beziehungsweise, dann sehen wir uns im Herrenhaus um. Mal sehen, was uns dort so Nettes erwartet. Deswegen, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was hier noch alles passiert. Weil da weiß ich überhaupt nichts mehr von Twilight Town hier. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.